Hey Leute, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video von mir. Viele Leute, also manche Leute haben mich gefragt, wie ich Intros mache und ich wollte euch das mal heute zeigen. Also, wir sind bei Google, also ihr müsst halt eine Seite öffnen und toll, jetzt spackt mein Skype hier rum, ja super. Auf jeden Fall müsst ihr eine Seite öffnen. Hier Google oder Internet Explorer halt irgendwas. Und dann gebt ihr Clipmaker ein. Obwohl, hier oben steht das schon. Clipmaker 2 online. So. Dann klickt ihr das erste oben an. Genau das hier. Dann öffnet sich halt so eine Seite. Zum Beispiel nehmen wir jetzt, wir nehmen mal, welches nehmen wir? Egal, wir nehmen einfach das. Und dann steht hier Open and Clipmaker, dann klickt ihr das nämlich an. Dann öffnet sich wieder eine Seite. Mein Hals tut echt weh. Ja, auf jeden Fall öffnet ihr halt die Seite, dann kommt halt eine Seite, wo viele verschiedene Intros sind. Und das dauert jetzt ein kleines bisschen, circa 2 Minuten oder so. Ja. Dann mache ich kurz eine Pause. So, es hat sich jetzt geöffnet. Also, klickt ihr auf dieses Auge hier, damit ihr das seht, weil wenn ihr das zum Beispiel so macht, es wird gleich ein bisschen laut. Und es hängt, glaube ich, ein bisschen. Also, auf jeden Fall ist da, glaube ich, gar keine Musik. Ja, läuft. Was soll denn das hier? Oh, schon wieder. Seht ihr zum Beispiel, können wir gleich mal das benutzen. Ich glaube, das dauert etwas länger als manche andere, weil manche andere dauern halt nicht so lange. Und eigentlich dauert das, ehrlich gesagt, wirklich nicht lange. Also können wir die Seite eigentlich schließen, die hier oben. Und dann könnt ihr dann hier die Intros machen. Wenn das so lange ladet, kann ich euch mal hier zeigen. Hier sind weitere Intros, wenn ihr hier raufklickt. Und jetzt geht ihr auf das Auge. Aber wenn ihr nicht auf das Auge geht, dann könnt ihr das so sehen. Aber so ist das halt nicht hübsch. Und wenn ihr halt auf das Auge klickt, wie ich, und dann wird's hier rot, dann ist hier schwarz. Und wenn ihr dann auf Play drückt, ja, auf jeden Fall, wenn ihr darauf drückt, dann kommt halt eine Musik. Oder wir nehmen halt was anderes, damit es halt nicht so hängt. Ja, verlassen. Wenn ihr was anderes wollt, müsst ihr immer nach oben gehen und verlassen klicken. Jo. Ich lade das hier wieder. Also ihr seht, hier sind wieder neue Intros. Ihr könnt halt immer neue Intros halt nehmen, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit dem Download dann fertig seid. Und das zeige ich euch auch gleich. Vielleicht müde. Wie ihr schon meine Stimme hört, ey, weil ich bin seit gestern ein bisschen heißer. Und wenn ihr so Leute von draußen hört, wundert euch nicht, weil mein Fenster ist auf und ich brauche frische Luft. Zum Beispiel hier. Mache ich jetzt mal den Ton aus. Seht ihr? Und ihr könnt die Musik halt auch ändern. Okay, jetzt hängt das wieder. Hier, seht ihr? Und hier steht halt, wie lange diese Musik, wie lange das Intro geht. Und hier sind halt, wie groß das ist und ja, und hier sind halt die Hintergründe, Sky und dann auch Land, so wie Minecraft haben will. Und hier, richtig wichtig, ist der Text. Dann müsst ihr hier, nur wenn Text steht, könnt ihr das entfernen. Und dann zum Beispiel ich schreibe jetzt mal Jenny, also mein Name. Seht ihr, dass es sich hier verändert? Dann sind die, glaube ich, 2, 3 mal Text, also ihr müsst das halt alles wegmachen und dann euren Namen raufschreiben, wie ich hier zum Beispiel jetzt meine aufgeschrieben habe und dann auf Enter drücken
Ihr könnt natürlich die Farbe von der Schrift auch ändern. Guck, jetzt heißt das hier Jenny. Und irgendwie voll cool. Ich glaube, ich lade das heute noch hoch oder morgen. Hier unten ist die Schrift. Hier könnt ihr das halt ändern. Die Farbe weiß. Könnt ihr zum Beispiel... lass mich mal nachgucken. Zum Beispiel in so ein Pink machen. Und dann geht ihr auf Choose. Und dann wird hier halt der Rand erstmal so pink sein. Und das müsst ihr halt bei den ganzen, also wo Text halt drauf steht, müsst ihr halt die Farben ändern. Hier sind Effekte. Hier ist so ein Video, aber das benutze ich nicht. Und hier, wenn ihr zum Beispiel jetzt Musik haben wollt, dann müsst ihr, zum Beispiel nehme ich jetzt irgendeine Musik von mir. Zum Beispiel, was nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen mal I Hate You, I Love You Musik. Dann dauert das, also ich nehme halt immer so einen Zeitraffer, damit ich halt sehen kann, dass wenn ihr Musik haben wollt, dann verändert sich die Musik dadurch, dass entweder hier so gerade wird oder so ein bisschen so zickzackmäßig, seht ihr? Und wenn man das jetzt öffnet und dabei dann so den Ton anmacht. Seht ihr? Genau. Und wenn ihr jetzt damit fertig seid, mit dem halt dem Intro, und wenn ihr jetzt zufrieden seid, dann drückt ihr hier auf Start Video Render. Weil das ist jetzt, also jetzt wird euer Video, euer Intro gedownloadet. Und das dauert hier halt ein bisschen. Also, und wenn ihr halt fertig seid, dann steht hier unten, also bei Windows steht dann hier unten, kommt erstmal das kleine Zeichen. Und dann wird's halt runtergehen. Und dann ist hier so ein kleines Kästchen, sagen wir genau. So ein kleines Kästchen. Neben dem hier, also so, und dann ist da euer Intro. Wenn ihr halt fertig seid, dann klickt ihr halt zum Beispiel jetzt irgendwas anderes an. Also da wird noch was draufstehen, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie das heißt. Auf jeden Fall klickt ihr das dann da an, dann öffnet sich hier eine Seite. Und dann kommt, ist euer Video fertig, und wo ihr das dann finden könnt, zeige ich euch auch mal jetzt schnell. Oh, meine Stimme, oh Gott. Aufzureden. Findet ihr bei Downloads. Seht ihr, ich habe schon von meinen Freunden hier die Intros gemacht, und das habe ich noch nie hochgeladen, aber ich glaube, niemand wird dieses Intro liken, also lasse ich es lieber. Ja, also auf jeden Fall würdet ihr das denn bei Downloads finden und könnt es dann hochladen bei YouTube. Genau. Also ich hoffe, das Intro-Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch und ein Abo da. Wer ein Intro haben will oder noch nicht weiß, wie das gehen soll, kann mich bei Skype anschreiben. Ich heiße da Donuts Sternchen, und genau. Halt, wer ein Intro haben will, kann das in die Kommis schreiben oder bei Skype. Ich verlinke meinen Namen bei der Infobox. Und, ja. Genau. Also, danke fürs Zuschauen. Oh Gott, mein Deutsch, Leute, Gott. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.